Der Glaube der Götter. So waren nun die ersten beiden Kandidaten für das göttliche Wettrennen gestartet. Während langsam die Nacht Einzug über Eärruhi erhielt und die wärmenden Sonnenstrahlen langsam dem wankelmütigen Licht des grünen Mondes wischen, jenen der fünf Monde, welche die Natur Eärruhis beständig in einem regelmäßigen Zyklus mit ihrem Licht und ihrem magischen Schein erhellen und die fünf Jahreszeiten einläuten, welcher mit seiner magischen Macht das Wachstum der Pflanzen und die Geselligkeit der Tierwelt beschleunigt, dass an jenen Tagen, wo er sein Licht aufopferungsvoll spendet, das Leben vermehrt auf Eärruhi zu sprießen scheint und die Welt in einem wuchernden Pflanzenmeer voller bunter, prächtiger Farben und Düfte erblüht und wo die Vögel mit ihren lieblichen, mit zaubernden Balzgesängen die Luft mit Freude und Wonne füllen, während über den Feldern und Auen, durch Täler und Wälder, Kaninchen, Mäuse, Füchse, Rehe und dergleichen mehr herumtollen und ihr Leben genießen. Kurz gesagt, wo die Natur ihren beschwingenden Höhepunkt hat, der jeden, den sieht oder gar lebt, selbst mit Freude und Glück erfüllt. Natürlich gilt dies nur für die schlichten sterblichen Gemüter. Ein Gott, gesegnet mit großer Macht, kann mit Leichtigkeit den vergleichsweise schwachen Kräften eines Himmelstrabanten widerstehen. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass die Götter immer noch gespannt an ihrer großen Himmelstafel thronen und nun auf die Verkündung des dritten Kandidaten harren, welcher von Gaira zu erwählen ist. Worauf wartest du denn noch? Es ist bereits Nacht und du hast noch niemanden erwählt und das Rennen hat bereits begonnen. Verschwende doch nicht deine kostbare Zeit. Mahnte Orbitos die Göttin der Natur im strengen Ton und zog so alle Blicke auf sie. Gaira blieb jedoch ganz gelassen, erhob sich und erwiderte in weisen Ton: Ich vergeude meine Zeit nicht. Ich denke weise über meine Wahl nach. Keiner würde Hast mit Klugheit in Verbindung bringen. Und keiner kann ein Rennen gewinnen, wenn es schon vorbei ist, egal wie schnell er ist. Versuchte Chuira, Gaira endlich zu einer Entscheidung zu ermuntern. Diese fühlte sich der frommen Bitte und sprach: Vermutlich hast du recht. Dann weiß ich auch schon, wen ich schicken werde. Pan Faulus, meinen Halbsohn. Dann haben wir alle drei unsere Menschenkinder in das Rennen geschickt. Das macht die Sache doch noch spannender. Ein Faun? Ich dachte immer, dass die nur saufen und raufen. Sprach Fundamentus langsam mit tiefer Stimme, er hinzufügte: Ist das denn eine gute Wahl? Nicht jeder Faun ist ein Trunkenbold. Gut, ich gebe zu, das mit den Frauen ist wahr. Aber ansonsten ist Pan Faulus ein guter Kerl. Er ist hochintelligent und beherrscht die Magie. Er wird sich schon gegen diese beiden Muskelprotze zu behaupten wissen. Erwiderte Gaira gelassen, wobei Squeak, der auf ihren Schultern hockte, auf den Himmelstisch sprang und sich auf einer sehr stark bewaldeten Insel niederließ und dort auf einen hohen Punkt deutete. Hey, das ist doch kein Spieltisch! Kannst du ihn bitte wegnehmen? Fragte Orbitos. Warum denn? Er zeigt doch nur, wo sich gerade mein Sprössling aufhält. Gab Gaira zu bedenken, beugte sich nieder, streckte ihre Hand zu Squeak aus und ließ eine Haselnuss zwischen Daumen und Zeigefinger erscheinen, welches das aufgeweckte kleine Eichhörnchen sofort nahm und reinbeißen wollte, wobei Gaira mahnend sprach: Na, wie sagt man? Squeak legte seinen Kopf auf die Schulter und machte unsicher: Genau, jetzt darfst du essen. Erwiderte die Göttin zur Freude ihres kleinen Begleiters, den sie in die Hand nahm, während er sich zusammenkullerte und genüsslich seine Belohnung verzehrte. Sie setzte sich hin und legte Squeak in ihren Schoß, wo er sich immer noch an der Nuss erfreute, während Gaira die von Squeak erzeigte Insel von der magischen Karte vergrößern ließ, bis ein dichtes Blätterdach auftauchte, in dessen Mitte ein besonders hoher Baum stand, ein Schrein der Gaira. Um die Krone dieses magischen Baums, an den sich Ranken hinaufschwenkten und Lianen hinunterbaumelten, tanzten im sanften Glühen der Nacht Glühwürmchen und malten so zauberhafte, mystische Bilder in den Abendhimmel, die von Pan Faulus sehr genossen wurden, der sich an dem Stamm des mächtigen Baumes lehnte. Bereits auf den ersten Blick konnte man erkennen, dass er zur Hälfte ein Geißbock war, was sowohl die elegant geformten, nach hinten geschwungenen Hörner als auch die typischen Hufe anstelle von Füßen verdeutlichten. Erstaunlich dabei war, dass die Hände dennoch menschlich waren und der restliche Körperbau einem Menschen sehr ähnelte, bis auf die widersprüchliche Körperbehaarung, die nicht nur weiß und struppig war, sondern einem Schäfer leichter zu verleiden konnte, das Schergerät zu zücken, um Wolle herzustellen.
Natürlich wird er sofort von diesen Gedanken ablassen, nachdem ein paar schnelle, gestoßene Hufe heftigen Kontakt mit seinem Unterleib aufgenommen hätten und er eingestehen musste, dass das geistige Potenzial eines Fauns weitaus mehr menschlicher als ziegischer Natur ist. Wobei letztere sich in Paniksituationen auch einmal durch ein unkontrolliert ausgerufenes "Nee" bemerkbar machen kann. Während Panfaulus träumte in den Himmel starrte und sich wohlfühlend reckte, bemerkte er, dass ein Eichhörnchen ihn von einem der unteren Äste des Baumes beobachtete. Wäre er sich nicht sicher gewesen, dass Tiere über kaum Mimik verfügten, hätte er glatt geschworen, dass dieses Eichhörnchen ihn spielerisch angrinste. Zum Reden aufgefordert durch diesen freudigen Gefährten, sprach Panfaulus zu ihm: "Na, wer bist du denn, kleiner Kerl?" Das Eichhörnchen sprang herunter und landete in einigen Meter Entfernung von dem Faun und machte "Squeak", wobei es eine Hand winkend hob und beide Augen freudig verspielt zusammenkniff. Der Faun richtete sich auf und sprach zu den kleinen Gesellen: "Du bist kein gewöhnliches Eichhörnchen, nicht wahr?" "Da hast du recht, Panfaulus." Ertönte eine weibliche Stimme von den Eichhörnchen. "Wow, sprechen kannst du auch. Und du kennst sogar meinen Namen," erwiderte der Faun gelassen. Die freudige Stimmung des Abends wog ihn, trotz der ungewöhnlichen Situation, in Sicherheit und stimmte ihn mild und gelassen. Erst als Gaira aus dem Schatten des dichten Waldes hinter Squeak hervortrat, welcher sogleich an ihrem Kleid hinaufkletterte und sich auf ihre Schulter setzte, wich das gelassene Grinsen von Panfaulus einer überraschten Miene. Ein sprechendes Eichhörnchen war ja noch okay, aber nun stand er einer Göttin gegenüber, die er anbetete. Auch wusste er von seiner Herkunft und erkannte in ihr sofort seine Mutter Gaira, auch wenn er sie bis dato noch nie leibhaftig gesehen hatte, weshalb er etwas schüchtern sprach: "Ich gehe recht in der Annahme, dass das Eichhörnchen nicht reden kann, nicht wahr?" "Ja", erwiderte seine Mutter, die sich einige Schritte von ihm entfernt in Schneidersitz hinsetzte. "Nun, wie soll ich dich nur ansprechen? Meine Göttin scheint mir aufgrund meiner Herkunft zu unterwürfig zu sein. Doch bist du mir zu fremd, um dich Mutter zu nennen." "Nenn mich einfach Gaira, mein Sohn", erwiderte die Göttin sanft und erntete ein zaghaftes, kritisches Nicken, welches sie dazu verleitete, ein kleines Zugeständnis zu machen, indem sie sprach: "Faulus, ich gebe zu, ich war keine gute Mutter. Und ich werde dir auch nie eine gute Mutter sein können. Das ist zwar nicht schön und auch nicht gerecht, aber es liegt in der Natur unserer so verschiedenen Welten." "Wir leben beide in derselben Welt, in Earu. Du wohnst lediglich eine Etage höher als ich. Kann das denn wirklich Grund genug sein, einander so gut wie nicht zu kennen?" fragte Panfaulus weise, machte so, ohne dass er es wusste, seine Mutter sehr stolz, welche das durch ein warmherziges Lächeln andeutete, wobei sie sprach: "Es ist nicht immer alles so leicht, wie es den Anschein hat. Von dieser weltlichen Perspektive sehen die Dinge so einfach und leicht aus. Doch schnell erscheinen sie verworren und kaum erreichbar, wenn man sie von oben betrachtet. Gleich einem Labyrinth, was für den Insassen nur als ein Weg mit vielen Abzweigungen erkannt wird, während ein darüber hinwegziehender Vogel ein Wirrwarr aus Wegen, Wänden und vor allem Sackgassen sieht." Der Faun nickte nach einem kurzen Zögern beipflichtend, ehe er sprach: "Wenn du nicht als Mutter kommst, weswegen dann? Was möchte die Göttin der Natur von einem Halbwesen wie mir?" "Auch wenn du in mir nicht deine Mutter siehst, so sehe ich trotzdem in dir meinen Sohn. Und nun bedarf ich seiner Hilfe", sprach die Göttin eindringlich mit ernster Miene, woraufhin ihr Sohn gelassen erwiderte: "Wozu bedarf ein Gott der Hilfe eines Sterblichen? Welche Macht könnte in mir wohnen, die du selbst nicht aufbringen könntest?" "Nicht aufbringen darf, würde es eher treffen. Denn der Götterzirkel hat sich in drei Parteien eingeteilt, von denen ich eine anführe, um den letztendlichen Machtanspruch ein für allemal zu klären. Dazu bedient sich jede der Parteien eines Sterblichen, der 12 Aufgaben zu lösen hat, die wir zusammen beschlossen haben. Orbitos und Maris haben ihre Söhne in den Wettlauf geschickt und ich zähle nun auf dich, auf deine Intelligenz und Weisheit", erwidert die Göttin leicht flehend, aber auch schmeichelnd. "Ich wäre weder das eine noch das andere, wenn ich nicht zuvor nach den genannten Aufgaben fragen würde", erwiderte der Faun skeptisch.
Stumm überreicht Gaera eine Schriftrolle mit den Aufgaben, die Panfaulus ergriff und sich durchlas. Er ließ sich dabei jede Menge Zeit und es schien so, dass nach jeder vollendeten Zeile seine Augen sich weiteten, sodass man hätte annehmen müssen, dass am Ende des Pergaments sein Kopf nur noch aus zwei riesigen Augen bestanden hätte. Als er endlich fertig war, sprach er, ohne den Blick zu heben: Das ist ja selbstmörderisch. Wer würde sich denn auf so etwas einlassen? Er hob seinen Kopf und sah, dass die Göttin samt Haustier verschwunden war, doch vernahm er noch hallend ihre Stimme, die antwortete: Jeder, der weise genug wäre zu erkennen, welche Zukunft Eru erwarten täte, wenn ein ungestümer Donnergott oder ein machtgieriger Gott des Krieges über sie herrschen täte. Denke darüber nach, mein Sohn. Dies ist deine Gelegenheit, die Zukunft von Eru selbst zu bestimmen. Doch dazu musst du die anderen beiden schlagen, indem du die Aufgaben schneller löst als sie. Drei Wege stehen dieser Welt offen. Ein ewiger Krieg, ein mächtiges Chaos oder eine Harmonie mit der Natur. Es liegt in deiner Hand, was die Zukunft nicht nur für dich, sondern für alle Wesen auf diesem Planeten birgt. Mit diesen Worten blieb der Faun zurück und ärgerte sich leicht über die verdorbene Nacht, da nun Sorgen über das Wohl der Welt die entspannte Anmut eines verzauberten Abends trübten. Und sicher war er sich auch über dies. Es sollte eine lange Nacht des Abwägens ohne Rast und Ruhe werden. Ereignislos verging die Nacht und brachte einen neuen, strahlenden Tag hervor, der mit vielen Ereignissen einhergehen sollte, die nicht zuletzt durch den Wettstreit der Götter heraufbeschworen wurden. Der erste Teilnehmer, Herakmakis, erreichte am frühen Morgen, zusammen mit den ersten Sonnenstrahlen, die Eru erhellten, die Insel Monoke, an der er in einer kleinen Bucht, die von hohen Klippen umgeben war, mit dem kleinen Boot anlegte. Er zog es an den kleinen Sandstrand und verbarg es in einer kleinen Gesteinsformation im Wasser, sodass es auf den ersten Blick nicht gesehen werden konnte. Ein weiterer Vorteil dieses Verstecks bestand darin, dass die Felsen es unmöglich machten, dass die Gezeiten den kleinen Kahn bei Ebbe mit in das Meer rissen. So stark und trainiert der Halbgott auch sein mochte, doch ohne Boot wäre es ihm nicht möglich gewesen, das karge Eiland wieder auf eigene Faust zu verlassen. Sicher, es hätte nur wenige Tage gedauert, bis einige Schiffe oder Boote hier vorbeigekommen wären, doch was gab ihm die Garantie, dass die sie noch mitgenommen hätten? Zudem hatte er ja den alten Seemann versprochen, sein geliebtes Boot Betsy unversehrt zurückzubringen. Als er Betsy verstaut hatte, betrachtete er die kleine, nicht einmal hausgroße Bucht, die mit ihrem hellen Sand, in dem vereinzelt kleine Farnen wuchsen, recht paradiesisch wirkte. Wenn man von den kargen, grauen und vor allem schroffen Felsklippe, welche die Bucht zur Landseite hin abgrenzte, absah. Herakmakis stemmte die Hände in die Hüfte und musterte das natürliche Hindernis, was ihn von seinem Ziel trennte. Er zu sich selbst sprach: Dann geht es ab hier wohl nur noch nach oben. Mit diesen Worten trat er an die Felswand und griff vorsichtig nach den kleinen, schroffen Vorsprüngen, um sich an diesen hochzuziehen. So erklimmte er nach und nach die Höhe und erreichte schließlich das Ende. Er zog sich hinauf und blickte noch einmal zurück. Die Erhöhung bot einen schönen Ausblick auf das Meer, doch ein Blick nach unten offenbarte einen schnellen und wahrscheinlich sehr schmerzhaften Tod für einen nicht schwindelfreien oder gar zu unvorsichtigen Menschen. Ein Umblicken offenbarte, dass das gesamte Innere der Insel von den Felsklippen umgeben war und so eine Art Innenleben isolierte, weil sich das Innenleben wohl nur auf das karge, sandige Innere bezog. Ein Ort mit vielen Höhlen in den Kliffwänden, in dessen Zentrum sich trichterförmig eine Sandwüste ohne jegliche Vegetation breitgemacht hatte. Lediglich Sanddünen und große Skelette und einzelne Knochen von prähistorischen Lebewesen unterbrachen die eintönige Landschaft, die so lebensfeindlich wirkte. Umso erstaunlicher war es, dass im direkten Zentrum ein kleines, gerade mal im Radius 4 Meter messendes, rundes Fleckchen Graslandschaft thronte, auf dem eine handgroße, wunderschöne Zypresse in einem anmutigen Gelb erstrahlte. Offensichtlich handelte es sich dabei um die besagte zierliche Zypresse der Zähigkeit. Unschwer war es dann zu erraten, wer wohl die Höhlen bewohnte, von denen es 10 Stück gab. Auch Herakmakis schlussfolgerte sofort auf die Zyklopen und erkannte, dass er wohl schnell in ein Hinterhalt geraten würde, wenn er einfach in die Mitte hinabsteigen würde, um die Blume zu ergreifen. Mit seiner Hand am Schwertschaft stieg er langsam hinab, jedoch nicht zu der Blume, sondern zu einer der Höhlen, in die er vorsichtig hineinblickte. Aufgrund der hellen Morgensonne und des gut reflektierenden, weißen Sandes konnte er gut das Innere der Höhle erkennen. Die Höhle war nicht sehr tief, lediglich einige Meter,
was ihn auch kaum verwunderte, da sich die Felsklippe als nicht sehr breit erwiesen hatte. Vorsichtig trat er in die Höhle, ohne nur das leiseste Geräusch zu verursachen. Als er einige Schritte hineingetan hatte und ihn nur noch 3 Schritte von der Wand trennten, erkannte er, dass die Höhle sich sowohl nach links als auch nach rechts fortsetzte. Er wählte den rechten Weg und wunderte sich über die niedrige Decke, die ihn zwang, leicht gebückt zu gehen. Eigentlich waren Zyklopen doch mindestens 3-mal so groß wie er, dachte er bei sich und versuchte, die engen Höhlengänge zu verstehen. Er erreichte die zweite Höhle, die, bis auf den hohen, torartigen Eingang ebenfalls niedrig war. Ihm gegenüber, an dem Eingang vorbei, setzte sich der Weg fort, den er entlang ging und so schon bald auf die dritte Höhle traf. Offenbar waren diese alle in der ringförmigen Klippe eingelassen und miteinander verbunden. Verwirrt trat der angehende Held aus der Höhle heraus und wunderte sich, wo waren bloß die Zyklopen? Er ließ den Schwertschaft los und trat einige Schritte in die kleine Wüste zu einem der großen Skelette. Er untersuchte es, ob es vielleicht einen der Zyklopen gehören könnte, doch es ähnelte eher einen großen Fisch als einen Zyklopen. Als er dies dachte, fragte er sich, wie das Skelett eines Zyklopen wohl aussehen möge. Wahrscheinlich wie das eines Menschen, abgesehen davon, dass der Schädel wohl nur eine große Höhle für das Auge aufwies, anstatt der beiden eines Menschenschädels. Sehr suspekt, kommentierte Heracmagus und setzte seinen Weg zur Mitte fort. Kurz bevor er das Rasenstück betrat, schaute er sich noch einmal um sicherzugehen, dass er alleine war. Sein Herzschlag erhöhte sich, denn seine Intuition warnte ihn vor einer bevorstehenden Gefahr, die er wohl spürte, jedoch nicht sehen konnte. Da trat er langsam, fast in Zeitlupe, einen Schritt nach vorn, wo er den Atem anhielt und die Ohren spitzte, um einen möglichen Angriff sofort zu bemerken. Genau als er die grüne Fläche betrat, schoss ein starker Arm an dieser Stelle aus dem Boden, der bestimmt 3-mal so lang und breit wie der seine war. Reflexartig zog Heracmagus sein Bein zurück und verführte eine Rückwärtsrolle, um den Angriff auszuweichen. Als er sie beendet hatte, zeigte sich auch der Rest des Arms, an dem ein Zyklop hing, der aus dem Sand hervorgesprungen kam und auf dem kleinen grünen Feld landete. Vorsicht! Sprach der Sohn des Orbitos und deutete hinter den Zyklopen, wobei er fortfuhr, dass du mir ja nicht das zarte Pflänzchen mit deinen großen Plattfüßen zertrampelst. Der Zyklop mit seinem muskulösen Körper und den wenigen Fetzen Stoff, die er ersatzweise als seine Hose und Hemd trug und die in einen eher unmodischen Fahlgrün gehalten waren, das ins Graugrün hineinspielte, krummelte wütend und sprach mit seinem großen, langen Mund, der offenbar versuchte, sich an Größe mit den großen, runden Augen zu messen, welches in der Mitte seiner Stirn thronte. Niemand darf diese Blume pflücken. Wobei seine Stimme erzürnt und brummend klang. Allerdings schien sie aus der Kehle zu kommen, da sie leicht hallte, so wie ein Echo in einer Höhle. Der Göttersohn stand auf, putzte sich den Sand von dem Lendenschurz und entgegnete: Warum? Was ist an dieser so besonders? Wenn du dich nicht wüsstest, wärest du wohl kaum hier, beharrte der Zyklop. Ja. Antwortete Heracmagus und kratzte sich bedächtig am Nacken, ehe er sprach. Aber es ist so, ich brauche sie dringend. Was kann ich tun, um sie zu bekommen? Du kannst sie nicht bekommen, rief der Zyklop ihnen entgegen, wobei sein Atem in Heracmagus Haar wehte. Er wedelte mit seiner Hand vor der Nase und sprach. Du hast ziemlich Mundgeruch, weißt du das? Da möchte ich dir einen Handel unterbreiten. Du überlässt mir die Blume und ich besorge dir einen lebenslangen Vorrat an aromatisch duftenden Lutschbonbons. Was hältst du davon? Der Zyklop, der bemerkte, dass sich der angehende Held offenbar über ihn lustig machte, grölte vor Wut mit seiner brummenden Stimme und gehobenen Arm. Das Einzige, was du hier von mir bekommen wirst, ist der Tod! Mit diesen Worten schwang er seinen Arm seitlich auf Heracmagus. Dieser unterschätzte die Geschwindigkeit seines Gegners und wurde von dem Arm getroffen, der ihn einige Meter fortwarf, wo er in einer Düne landete. Auf einmal sprang nur einen halben Meter neben ihm der nächste Zyklop hervor und versuchte den Göttersohn zu ergreifen, welcher sich jedoch geschickt durch die Beine des 3-mal so großen Wesens rollte, wobei er dessen Arme ergriff, die er mit sich zog, sodass der Zyklop unfreiwillig nach vorne fiel und tot auf den weichen Sand mit seinem Rücken landete. Heracmagus stand auf und sprach zum ersten Zyklopen, der sich ihm näherte. Ich habe gehört, dass es in der Hafenstadt Koala wunderbare Bonbons mit Eukalyptusgeschmack gäbe.
Ich wäre bereit, sie für euch zu holen. Der Zyklop holte erneut seitlich aus. Doch diesmal hielt sich der angehende Held an den Arm fest, sodass er mitgerissen wurde. Der Zyklop zog seinen Arm an sich heran und gröhlte vor Wut. Woraufhin Heragmagus losließ und mit angeekeltem Gesicht und auf den Rücken liegend sprach: Puh, das riecht wie eine verwesene Leiche. Der Zyklop nutzte diese Situation aus, packte den Göttersohn am linken Bein und wirbelte ihn umher, wobei Heragmagus laut ausrief, bis der Zyklop ihn endlich losließ und Heragmagus so erneut einige Meter flog, ehe er unsanft kopfüber in einer Düne landete, wobei er bis zu den Schultern in dieser stecken blieb. Jetzt endlich sprangen auch die anderen Zyklopen aus dem Sandboden vor ihren Höhlen. Einer von ihnen war Heragmagus so nah, dass dieser ihn aus der Düne zog und mit einem Hüftwurf zu einem anderen Zyklopen warf, welcher seinen Arm schnell nach vorne ausstieß und so den anfliegenden Helden in Späh traf, welcher schmerzhaft aufschrie, um dann in einigen Meter Entfernung mit der Vorderseite auf den sandigen Untergrund zu landen. Jetzt habe ich aber die Nase voll! Rief er mit blutender Nase aus und stützte sich hoch. Ein Schielen nach hinten ließ ihn den nächsten Angriff sehen, welcher in einer von oben auf ihn niedersausenden Faust bestand. Eilig trat er einen Schritt zur Seite, wobei er eine Vierteldrehung vollführte, während er den Arm mit seinen beiden Händen ergriff, um diesen als Hebel zu benutzen, indem er den übergroßen Gegner, zu dessen Erstaunen, in die Lüfte hob und um sich schwang, wobei er die umstehenden, sich nähernden Zyklopen am Kopf traf, die durch den heftigen Aufprall der improvisierten Waffe zu Boden geschmissen wurden. Hier bewies der Göttersohn seine übermenschliche Kraft, indem er den Zyklopen noch eine weitere Runde umherwirbelte, um ihn schließlich in hohen Bogen über die Klippen zu werfen. Die aufstehenden Zyklopen, sowie Heragmagus, betrachteten den Flug ihres Artgenossen, der nach etwa 10 Sekunden Flug hinter den Klippen verschwand und mit einem lauten Plätschern im Meer landete. Überrascht, ob der großen Kraft des, verglichen mit ihnen kleinen Menschen, schauten diese ihn verblüfft an, während er mit einem provokanten Grinsen und einem kleinen Dicken sprach: Nicht schlecht, was? Wobei er sich das Blut unter der Nase wegwischte, welches langsam aufhörte zu fließen. Die Zyklopen überwanden, angestachelt durch die Provokation des angehenden Helden, schnell ihre Überraschung und rannten auf Heragmagus zu. Dieser blickte sich um, sah die anstürmenden Gegner und sprach: Ich habe meine große Klappe! Kurz bevor sie den Sohn des Orbitos erreichten, duckte sich dieser und rollte sich durch die anstürmenden Beine hindurch, sodass die Zyklopen, die nicht auf ihresgleichen achteten, da ihre Blicke an Heragmagus hafteten, aufeinanderprallten und sich an den verschiedensten Stellen berührten. Einer von ihnen wurde am Kopf getroffen und rief: Aua, du Idiot, doch nicht mich! Während ein anderer, dem schmerzhaft mit der Hacke auf die Zehen getreten wurde, rief: Aua. Während er auf den unverletzten Bein sprang und mit seinen beiden Händen den hochgezogenen Fuß hielt. Heragmagus war indes auf einer der nahen Dünen geklettert und hatte sich in einer prahlerischen Pose positioniert, indem er die Arme vor seinen Oberkörper verschränkt und ein abwehrendes, siegesicheres Grinsen auf seinen Lippen gelegt hatte, wobei er provokant ausrief: Habt ihr nicht mehr auf Lager? Damit kann man ja kaum kleine Kinder im Dunkeln erschrecken. Die neun Zyklopen entwirrten sich und stellten sich in einiger Entfernung dem widerspenstigen Menschen entgegen, wobei einer, der eine Narbe auf der linken Wange trug und offenbar der Anführer war, sich voranstellte und wütend ausrief: Potter nicht über uns, du Wurm! Pack dich und lass dich hier nie wiedersehen! Apropos sehen! Begann der angehende Held und deutete auf einen der hinteren Zyklopen, er hinzufügte: Der Kerl da hinten hat anscheinend ein Auge auf dich geworfen! Der Zyklop mit der Narbe drehte sich zu dem gezeigten Zyklopen um und sprach zu diesem: Gnorr! Du hast! Ehe er sich wütend umdrehte, kurz aufsprang und seine Fäuste ballte, ehe er zu Heragmagus sprach: Auf Äußerlichkeiten konnte ich dir sagen, ja, dann ist dir sicher aufgefallen, dass wir mindestens dreimal so groß und so stark sind wie du. In der Tat ist mir dies aufgefallen, gestand der Göttersohn, ehe er spöttisch fortfuhr: Es schade nur, dass der Inhalt eurer riesigen Schädel nicht auch von dem Wachstumsschub profitiert hat. Es hat eher den Anschein, dass eure dreifache Größe auf Kosten eures Verstandes geht. Du gehst mir
auf die Nerven! Brüllte der Anführer, ehe er sich zu seinen Artgenossen umwandte und zu ihnen rief: Mach den Käfer platt! Woraufhin diese mitsamt ihres Anführers auf Heragmarges zustürmten. Das war auch das, was der angehende Held provozieren wollte. Als die Horde angerannt kam, beugte sich Heragmarges nach hinten und ergriff eine Rippe eines dort liegenden Skeletts, welches, an der Größe gemessen, ein Dinosaurier hätte gehören können. Als die Zyklopen sahen, wie der kleine Mensch das große Knochenstück hob und dessen spitzes Ende auf sie richtete, war es bereits zu spät zum Abbremsen, sodass der Anführer aufgespießt wurde. Woraufhin die anderen erschrocken einen Schritt zurücktraten und sich unterwürfig bückten, wobei einer von ihnen sprach: Lass uns doch in Frieden, du Brutano! Heragmarges ließ die Rippe fallen und streckte gebieterisch seinen Arm aus und deutete mit dessen Zeigefinger zu der ängstlichen Gruppe, als er mit ernstem Gesicht sprach: Ihr habt doch damit angefangen! Ich wollte keinen Kampf, nur die Zypresse! Wir dürfen sie dir nicht überlassen! Orbitos hat uns geboten, sie wie unseren Augapfel zu wahren! Entgegnete derselbe Zyklop unsicher. Heragmarges senkte seinen Arm und fragte mit verwunderter Stimme und Miene: Orbitos? Woraufhin der Zyklop zustimmend nickte. Heragmarges bedachte sich einige Momente und blickte dann gen Himmel, den er mit kämpferischen Mienen zunickte, ehe er von der Düne herunter zu der Zypresse stieg und sich zu dieser hinabbeugte, als der Zyklop verunsichert rief: Halt, du darfst nicht! Doch, ich darf! Ich bin Heragmarges, Sohn des Orbitos! Warf der angehende Held ein, ohne sich umzublicken. Als er die Blume pflückte, zogen sich dunkle Wolken zusammen und begannen donnernd zu grollen, woraufhin der Zyklop gen Himmel deutete und ängstlich rief: Seht, Orbitos Zorn! Als die Gruppe das bevorstehende Göttergewitter sah, rannte sie panikartig in ihre Höhen, in denen sie nur gebückt hineinpassten. Die eingepferchten Zyklopen wirkten auf Heragmarges ziemlich armselig und er empfand regelrechtes Mitleid. Er war sich ziemlich sicher, dass ihnen die Zypresse kaum mehr bedeutet hätte als ein Stein oder einer der Knochen, wenn Orbitos sie nicht dazu gezwungen hätte. Es wäre aber sehr wunderlich gewesen, wenn in diesen rohen Gesellen verkannte Botaniker geschlummert hätten. Unbeeindruckt und kämpferisch erhob sich der angehende Held langsam und heroisch und blickte nach oben, wo sein Vater drohen möge. Wie um ihn zu spotten, hob er die Zypresse gen Himmel. Ein lautes, warnendes Donnern folgte. Auch der angehende Held blieb gelassen, senkte seine Hand wieder und entgegnete dem zornigen Himmel: Natürlich könntest du mich jetzt niederstrecken, wie du es mit meinem Mentor gemacht hast! Ein lauteres Donnern folgte und ein Blitz schlug einige Meter entfernt von Heragmarges ein. Doch er ließ sich davon nicht beirren, schaute kurz zu der Einschlagstelle, ehe er seinen Kopf wieder hob und verächtlich mit dem Kopf schüttelte, wobei er seinen Satz vollendete: Doch wer soll dann das Rennen für dich gewinnen? Das Blitzen in den Wolken wich und nach einer Minute, ohne jegliche Anzeichen für weiteren Donner, steckte Heragmarges die Pflanze in die Innentasche seines Lendenschurzes, wobei er noch gen Himmel blickte und sprach: Du hast also sicher nichts dagegen, wenn ich das an mich nehme? Und was die Zyklopen angeht? Er schaute sich zu den verängstigten Wesen in ihren Höhlen um. Lass sie am besten in Frieden. Sie haben schon zwei ihrer Freunde verloren. Sie sind schon genug gestraft für das Versagen bei einer Aufgabe, die sie unter deinem Zwang erfüllen mussten. Es grollte wieder und Heragmarges sprach eilig und höhnisch: Die Wette. Wobei er fies grinste. Die Wolken verzogen sich langsam und die Sonne kam wieder hervor. Danke, sprach der angehende Held aufrichtig, aber etwas verärgert über den ungerechten Zorn seines Göttervaters. Die Zyklopen traten aus den Höhlen hervor und Heragmarges trat zu dem ein, der nach dem Ableben des Anführers mit ihm geredet hatte, und sprach zu diesem: Ihr braucht Orbitos nicht mehr zu fürchten. Ich hab das geregelt. Wie können wir dir nur danken? Entgegnete der Zyklop. Nicht nötig, sprach der angehende Held und winkte mit der Hand ab, drehte sich um und begab sich zu der Klippe, wobei er sprach: Ich habe alles, was ich brauche. Er kletterte hinunter, holte das Boot aus seinem Versteck und setzte sich in dieses, um zurück zu seiner Heimatinsel zu rudern. Als er in See stach, sah er am Rand der Klippen die acht Zyklopen, die ihm ihren Gruß hinzuwinkten und ihn so verabschiedeten.